Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme hier bei Thief. Und ich muss erstmal kurz unten die Fraps-Einstellung wieder wegmachen und dann geht es auch gleich weiter hier bei dem Spiel. Gleich mit panischer Musik, da freue ich mich natürlich. Und ja, wir mussten, glaube ich, letztes Mal hier nach draußen gehen. Wir müssen bald jeden töten, der einen Schwermütigen bei sich aufnimmt. Haus für Haus. Was? Das ist ja übel. Scheiße. Kriegen wir, was wir sollten? Das weiß ich nicht, ob ihr mehr sollt kriegt. Auf jeden Fall muss ich jetzt... Ach, ich will diese Geldbörse haben. Moment, da brauche ich diese Tasche. Die Flasche, meine ich. Wer war das? Wer ist da? Hallo? Danke für die Geldbörse und dann... Verdammt, wie kriege ich von ihm die Geldbörse? Das weiß ich nicht. Kann ich das vielleicht mit einem... Ach, scheiße, ich habe keine Wasserpfeile mehr. Blöd. Ja gut, dann muss ich das wohl ohne den seine Tasche machen. Was ist das denn für ein Auflauf? Ich muss leise sein. So, schnell hier im Schrank verstecken. Aber hier kann ich natürlich nicht rausgucken, das ist natürlich blöd. Und ich habe keinen Wasserpfeil mehr, das ist natürlich super. So. Moment, ich muss mal kurz die Musik ein bisschen leiser machen, die ist gerade so extrem laut. So. Tut mir leid, Ma'am. Befehl des Hauptmanns. Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt. Die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nachtfenster. Seht zu, dass sie lächelt. Alter. Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob. Boah, sind die nett, weißt? Den würde ich jetzt so gerne aufs Maul hauen. So, wir klettern mal hier nach oben. Alle jammern wegen des Kriegsrechts, aber keiner verlässt die Stadt. Weil die Tore verriegelt sind, Idiot. Ich gehe mal hier nach oben lang. Wo sind denn die jetzt hingelaufen? Dort hinten. Hier ist uns nichts weiter zu mitnehmen. Okay, Gott sei Dank verpisst sich der Typ. Ich finde es blöd, dass ich keine Wasserpfeile habe. Sonst hätte ich den seine Fackel vorhin ausschießen können und ihn beklauen können. Hat jemand sein Gesicht gesehen? Und diese Blitze machen mich nervös. So, hier ist nirgendwo was zum... Mann, ich muss die Fackeln ausmachen. Push mal hier nach unten. Du kommst doch aus Eastport, oder? Lob die Schwermut dort auch schon? Ja. Die Ablasskanäle waren voller Leichen. Grausiger Anblick. Ein riesiger Eintopf. Hey, komm schon. Ich hab vor der Schicht gegessen. Ich stand bis zu den Hüften in dieser Brühe, um sie wegzuschaffen. Wir haben mehr Zeit damit verbracht, nach Luft zu schnappen, als mit irgendwelchen Dieben. Deshalb wolltest du eine ruhige Patrouille wie die hier. Storm Market ist gar nicht so übel, wenn man das Husten und Schreien ignoriert. Nicht so übel? Ha! Die Krankheit, die Proteste, diese Abregelung. Da baut sich was zusammen. Das spüre ich. Okay, der geht weg. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ja, das sind sie auch nicht.
Alter, wieso hat er keine Geldbörse dabei? Verdammt, der hat keine dabei, das ist natürlich blöd. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Nein, hast du nicht. Da schleicht jemand in. Halt! Ja, das weiß ich ja mit V. So. Danke, ich muss den jetzt wegschaffen. Das ist natürlich großartig. Wohin? Ich schmeiß den mal hier hinten hin. Ich wollte ihn jetzt eigentlich gar nicht umbringen. Ich wollte ihn bloß K.O. schlagen. Na, das hat ja super funktioniert. Okay, hier gibt es sonst nichts. Da haben wir ein Seil, ich muss da nach oben, aber ich gucke erst nochmal schnell hier hinten. Mann, wieso müssen da zwei stehen? Wieso, was soll denn hier nicht stimmen? Ist doch alles in Ordnung. Wo war denn das jetzt? Hier hinten war das, oder? Da war's. So, einmal hier nach oben klettern. Und dann bin ich mal gespannt. Hätte ich mich auch hier oben lang schleichen können, glaube ich. Kann ich da rüberspringen? Tatsache. Ist das nicht die Schwermut? Nee, ist es auch nicht. Ich glaube, hier ist nichts zu holen. Das ist natürlich blöd. Nein, du bleibst hier oben drauf. So, und hier hinten hätte ich dann auch hochklettern können, da wäre ich auch weitergekommen. Geschlossen. Die Abriegelung. Opportunist, du hast das Ausnutzen der Umgebung allen Mitteln vorgezogen. Spielseite Phantom Opportunist Jäger. Wir haben mehr Opportunist gespielt. Gefundene Sammlerstücke 1 von 4. Was? Wir haben nicht alle gefunden? Ach stimmt, wir haben die Maske nicht mitgenommen. Sowas Blödes. Gesamtbeute in Gold 350 G. Gefundene Beute 41 von 60. Taschendiebstähle 5. Gekrackte Schlösser. Wir wurden einmal entdeckt, das ist natürlich blöd. Getötete Bedrohung, K.O. geschlagene Bedrohung. Eine. Ah, wir haben keinen getötet, aber das ist schon mal gut. Okay, dann fortfahren. Okay, solange wir keinen umgebracht haben, bin ich ja beruhigt. Und jetzt kommt, glaube ich, Kapitel 2, oder? Schaukästen aktualisiert. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind beim Glockenturm, verstehe. So, wir gucken uns natürlich erstmal um. Ich frag mich, warum sich mein Fokus nicht mehr auflädt. Ich kann das auch nicht essen, die Gesundheit, damit das sich auflädt. Das ist natürlich... Ist vielleicht ein Inventar mit I oder mit Z? Nee. Schade. Hier haben wir nichts. Wir müssen jetzt unbedingt genauer vorgehen, weil hier möchte ich nämlich gerne überall 100% haben. So. Eine Truhe. Dann gucken wir doch da mal rein. Lager, verfügbar. 10 verfügbar. Wir können ja also was einlagern. Das ist natürlich gut. Was ist denn Mohn? Das Kaum vom Mond erblühte schärft Garretts Intuition, stellt Fokus wieder her. Okay, nehmen. So, das kaufe ich mal. Dann kaufe ich mir natürlich auch mal wieder Wasserpfeile.
Ich weiß gar nicht, wie viel Geld. Ach, das kostet jetzt wahrscheinlich. Gold. Wir haben 2250 Gold hier drinne. Bogenbalance. Verringert die Zeit massiv. Köcherkapazität. Schlösserknackenqualität. Erhöht die Empfindlichkeit bei Schlösserknacken erheblich. Leer. Dann nehme ich das auch mal mit. Nehmen. Nehmen. So, ach, das kann ich alles mitnehmen, oder wie? Lager 6 verfügbar. Sägezahnpfeil. Dann nehme ich mir natürlich auch mal welche mit. Das kostet aber hoffentlich nichts. So, 10 Stück mehr haben wir davon nicht drin. Erstickungspfeil. So, haben wir auch 10 drinne und dann nehme ich noch einen Seilpfeil mit. Achso, das kostet anscheinend nichts. Dann nehme ich mir doch da alle mit. Mohn habe ich alle mitgenommen. So, das Lager ist leer. Und wir können natürlich was einlagern. Ja, nee. Obwohl, ein bisschen Gold kann man ja mal einlagern. Ich weiß allerdings nicht, wie viel. Ach so, jetzt sind wieder Wasserpfeile drin. Da kann man natürlich genug von gebrauchen. So, Nahrung nehme ich dann auch mal mit. Und einlagern tue ich. Gold kann ich gar nicht einlagern. Das ist natürlich blöd. Naja. Okay, haben wir unser Lager schon mal wieder aufgestockt. Was haben wir hier in der Truhe? Ach, und die Karte, Journal öffnen. Zurück. Spielerfortschritt. Werkzeug und Upgrade, Schlösserknackenqualität. Erhöht die maximale Pfeilkapazität leicht, erhöht die maximale Pfeilkapazität erheblich, massiv. Erhöht die Empfindlichkeit beim Schlösserknacken leicht. Okay, und Bogenbalance, verringert die Zeit leicht, okay. Ressourcen, Mohn. Das haben wir ja schon, Kelt stellt seine Empfindlichkeit, seinen Fokus wieder her. Säge die schwere Konstruktion mit gezahnten Klingen einer verstärkten Spitze und besser ausbalancierten Schaft bietet erhöhten Schaden und Durchschlagskraft. Erstickungskleil, dort wird Überheckheit und Atemnot verursacht, das ist natürlich großartig. Aber wir wollen ja keinen umbringen. Und wir haben, habe ich gerade hier... Wo war denn das? Wo war denn das jetzt gerade? Ach, Spielerfortschritt. Opportunist sind wir... Haben wir im Moment Stufe 1. Wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Die Windungen des Todes. Achso, das sind unsere Unikate, die wir gesammelt haben. Verstehe... So, und sonst gibt's hier aber nichts weiter. So, wie kann ich denn jetzt hier... Da hinten kann ich ein Mohnblütchen, eine Mohnblüte essen. Das mache ich mit G. So, jetzt haben wir unseren Fokus wieder voll. Das wurde ja auch langsam mal Zeit. Jennifer.
Griff Basso im verkrüppelten Barrick. Ja, dort stand gerade, wer zur Hölle bist du? Und wer Basso ist, das werden wir natürlich in der nächsten Folge erfahren. Also, bis dahin, tschüss!